Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Die Sonne wechselt heute in den Steinbock. Da ist sehr pragmatische Erdenergie, Verlässlichkeit, Genauigkeit. Man bleibt den Dingen treu, man ist traditionell unterwegs. Der Mond befindet sich bis 7:45 im Skorpion. Danach wechselt der Mond in den Schützen. Das lockert diesen Pragmatismus ein bisschen auf. Wir haben natürlich Mars in den Zwillingen weiterhin rückläufig. Wir haben auch die Venus und den Merkur im Steinbock. Dazu haben wir ja seit gestern auch Jupiter im Widder, was natürlich auch positive Energien weckt. Aber man kann halt nicht so dadurch, dass die Energie fehlt, wie man gerne möchte. Also schön langsam machen, schauen, was sich anbietet, was möglich und machbar ist. Und ich denke mal, wir fiebern alle den Weihnachtstagen entgegen. Schauen wir uns an, was wir für alle haben. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Seit gestern ist der Jupiter in deinem Zeichen und ab heute ist die Sonne im Steinbock. Nicht mehr im Schützen. Und damit geht's um Genauigkeit, um akkurates Arbeiten, Verlässlichkeit, Traditionsgemäßes. Und das sollte auf jeden Fall auch jeden dazu anhalten, sage ich mal, die Dinge ernst zu nehmen. Also Dienst nach Vorschrift natürlich und dann natürlich genaue Absprachen zu treffen. Wir haben, wie gesagt, Sonne im Steinbock. Wir haben den Jupiter im Widder. Wir haben ab heute, also ich sag mal, bis 7:45 haben wir noch den Mond im Skorpion. Danach haben wir den Mond im Schützen. Das macht ein bisschen offener, transparenter, aber man sollte trotzdem die Verpflichtung nicht vernachlässigen. Zudem haben wir natürlich Mars weiter rückläufig in den Zwillingen. Wir haben auch Venus und Merkur im Steinbock, also sehr geradlinige Energie. Was haben wir heute für den Widder? Kommunikation, Gespräche, erfolgreiche Gespräche, ja, und 4 der Münzen. Das bedeutet ganz klar, man will den Erfolg ja langfristig festhalten. Man möchte da eben auch dranbleiben. Das heißt, die Kommunikation sollte sich auf das Nötigste beschränken. Also keine Versprechungen, keine Vorhersagen oder Versprechungen in die Zukunft, sondern akkurat auf das, was gerade anliegt. Das ist der Erfolgsgarant für den Widder. Der Wagen ist die Krebsenergie, in der Spur zu bleiben. Also du bist bisher schon erfolgreich. Du solltest natürlich jetzt nicht so ein bisschen überheblich daherkommen oder übereifrig oder enthusiastisch, sondern bleib auf dem Teppich. Sprich über deine Erfolge, aber bleibe dabei sachlich, klar und beim Hier und Jetzt, was dir jetzt zur Verfügung steht und nicht in naher Zukunft. Also dann bist du auch unterstützt von der Sonne im Steinbock und natürlich erstmal vom Mond im Skorpion. Geradlinigkeit ist besser. Schützeenergie ist optimistisch und sagt natürlich auch Positives vorher, ist auch optimistisch in die Zukunft, aber man sollte es wirklich, ich sag mal, sehr sachlich angehen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Die Sonne ist heute in den Steinbock gewechselt. Das ist natürlich starke Energie, die dich als Stier natürlich auch trägt, unterstützt und nach vorn bringt. Das ist sehr gut. Wir haben den Mond erst noch im Skorpion und gegen 7:45 wechselt der Mond in den Schützen. Da ist so ein bisschen Optimismus, Lockerheit drin, aber wir haben die Sonne im Steinbock. Wir haben Venus und Merkur im Steinbock. Und wir haben natürlich Pluto im Steinbock. Macht- und Ohnmacht-Themen. Aber wir haben leider auch Mars in den Zwillingen rückläufig. Also vorsichtig mit der Energie. Also sich nicht in was hineinstürzen und vor allen Dingen schön bei dem bleiben, was jetzt anliegt. Jetzt, heute und hier. Was haben wir für den Stier allgemein? Da ist das Rad des Schicksals. Jupiter ist ja seit gestern im Widder. Wir haben die Waage-Energie der Ausgewogenheit, der Gerechtigkeit und wir haben den König der Kelch. Auch da ist so ein bisschen Zurückhaltung drin. Man ist fürsorglich, man ist entgegenkommt, aber nicht zu viel. Man wird seine eigenen Aufgaben und das, was man tun will und seine Ziele nicht vernachlässigen. Man bleibt den Dingen treu, die einen voranbringen. Trotzdem kann man nett sein, liebevoll und so weiter, aber man sollte seine Ziele eben nicht
aus den Augen verlieren. Sich anzupassen ist die eine Seite, Ausgewogenheit im Sinne von Gerechtigkeit und dass man sowohl dem Privatleben als auch dem Geschäftlichen genügend Zeit widmet. Da gilt es, mit den zwei der Münzen adäquat abzuwägen, denn es fehlt ja an Energie, das wissen wir. Das geht noch bis Mitte Januar und dann haben wir ja auch noch den Merkur rückläufig Ende Januar, also Mitte Januar. Und da sollte man dann sehr vorsichtig sein. Also in kleinen Schritten vorangehen, sich den Gegebenheiten anpassen, nicht zu viel verraten und sich natürlich Zeit zu nehmen fürs Private wie fürs Geschäftliche. Und da eben ein gesundes Maß, eine Waage, ne? Also Ausgewogenheit, die Waage austarieren, nicht zu viel Energie in etwas hineinpulvern. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Die Sonne ist heute in den Steinbock gewechselt. Damit gilt es, Verantwortung zu übernehmen, geradlinig zu sein, verlässlich, akkurat, genau, möglichst fehlerfrei. Ja, wir haben nämlich auch schon Venus und Merkur im Steinbock, jetzt auch die Sonne. Wir hatten gestern den Wechsel des Jupiter in den Widder, was natürlich Euphorie weckt. Aber dadurch, dass Mars in den Zwillingen rückläufig ist, sollte man seine Energien im Zaum halten und damit auch das Temperament. Es gilt, diese Zeit und diese Langsamkeit zu nutzen, besser zu arbeiten, nicht mehr. Ja. Wir schauen uns an, was wir für die Zwillinge am heutigen Dienstag haben. Entspannen. Lockere, ja, ich sag mal nicht übertriebene Gespräche. Unzufriedenheiten, ja. Und Zurückhaltung. Ich glaube, dass du deine Unzufriedenheit nicht so sehr vor dir hertragen solltest. Du solltest anderen nicht so offen entgegentreten und ihnen sagen, was dich stört. Das könnte vielleicht unangenehm auffallen. Die zwei der Schwerter ist immer Vorsicht vor dem, was du anderen erzählst. Der Fokus liegt darauf, dass du eben überlegst, wem du gewisse Dinge anvertraust und wem nicht. Es gilt, mit den Unzufriedenheiten entspannend umzugehen. Wie gesagt, vorsichtig zu sein, wem du was erzählst und das eben auch nicht wie eine Fahne vor dir herzutragen, sondern fokussiert darauf zu bleiben, dass gewisse Dinge eben nicht bekannt werden oder eben nicht zu sehen sind. Ne? Wenn du dich nicht wohlfühlst in irgendeiner Sache, dass man das nicht so bemerkt. Denn da könnte sich vielleicht schnell was ändern und dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Und wenn du dich da in die Nesseln gesetzt hast, dann wird man dich dabei nicht berücksichtigen. Das ist das Problem. Ich denke einfach, dass du entspannt sein solltest, an deinen Unzufriedenheiten arbeiten solltest, aber wie gesagt, damit nicht mit anderen so großartig kommunizieren sollst. Zumindest nicht im Job zum Beispiel. Ja? Privat wahrscheinlich eher, aber im Job wäre das eher hinderlich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind bei Mittwoch, 21. Dezember 2022 mit der Sonne ab heute im Steinbock. Widder, Jupiter ist ja seit gestern Bestandteil. Wir haben ab heute die Sonne im Steinbock nicht mehr im Schützen. Das ist auch verlässliche Absprachen zu treffen. Treue spielt da eine Rolle. Und natürlich auch, dass man eben, ja, Traditionen aufrecht hält. Das kommt dir als Krebs natürlich sehr entgegen. Wir haben den Mond im Skorpion bis 7:45. Dann wechselt der Mond in den Schützen. Da ist eine etwas lockere, optimistische Energie. Aber wir schauen mal, mit dem Mars in den Zwillingen sollte man sich nicht übernehmen. Man sollte nicht zu vertrauensselig oder zu offen sein. Schauen wir uns mal an, was wir für den Krebs heute haben. Wassermann-Energie, der Stern. Es bedeutet Heilung, es bedeutet nach den Sternen greifen. Es bedeutet auch mit Saturn im Wassermann, dass man bei seinen Projekten, bei seinen Dingen, die man tut, bleiben sollte. Intuition natürlich für den Krebs ein wichtiges Teil deines Lebens natürlich, das dich voranbringt, wenn du auf deine Intuition hörst. Und die vier der Münzen, das ist Sparsamkeit, das ist auch Zurückhaltung. Möglicherweise brauchst du ein bisschen Mut, um ein bisschen mehr auf deine Intuition zu hören, aber du solltest jetzt dich nicht verausgaben. Ja?
Wir haben die 8 der Kelche, neue Wege liegen vor dir, aber du wirst jetzt noch nicht sofort diese neuen Wege beschreiten. Du musst erst darüber nachdenken. Gewisse Dinge müssen heilen. Und wie gesagt, man sollte jetzt eben nicht zu expansiv sein. Die 4 der Münzen hält ja alles zusammen. Das, was wichtig ist, was für dich Bestand haben soll, was langfristig bleiben soll, das hältst du fest. Und trotzdem eröffnen sich für dich natürlich neue Wege, neue Möglichkeiten, Dinge, die du auch hinter dir lassen kannst. Aber das ist für einen Krebs nicht so ganz leicht. Deswegen lass dir genügend Zeit zu entwickeln, wie es weitergehen soll und halte dich vor allen Dingen an dein Bauchgefühl, deine Intuition. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Die Sonne wechselt heute in den Steinbock. Bedeutet, dass du mit der Steinbock-Energie eben keine lockere, optimistische, sondern genaue, akribische Energie um dich hast, dass es darum geht, verlässliche Vereinbarungen zu treffen. Du wirst darauf möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt festgenagelt. Also versprich nichts, was du nicht halten willst oder kannst. Wir haben mit dem Mond in den Zwillingen natürlich eine Energie, die uns die Kraft raubt. Das hast du auch schon gemerkt. Wir haben den Mond erst im Skorpion ab Viertel nach 8, dann den Mond im Schützen. Da ist so ein bisschen Lockerheit und gute Gespräche drin. Wir haben aber auch Merkur und Venus im Steinbock und auch Pluto befindet sich im Steinbock. Also vorsichtig, die Dinge, die du versprichst oder sagst, darauf wirst du dann auch festgenagelt. Wir haben den Mond, ein ungutes Gefühl oder du fühlst dich vielleicht beengt. Die 9 der Kelche, da sind die Wünsche, die Vorhaben. Da ist der König der Stäbe, deine Energie. Jupiter ist ja auch im Widder. Das beflügelt dich und will dich natürlich voranbringen, aber momentan fehlt dir die Kraft. Und vielleicht hast du auch noch mit einer Sache zu kämpfen, die deinen Wünschen entgegensteht oder die dich auch so ein bisschen verzagen lassen kann. Königin der Schwerter bedeutet Aufrichtigkeit, in allererster Linie mal dir selbst gegenüber. Was hat dazu geführt? Also was ist die Sache, die dich belastet, die dich verfolgt oder mit der du nicht klarkommst? Was hat dazu geführt? Aber sachlich bitte und absolut aufrichtig. Du musst mit niemandem darüber sprechen, außer du möchtest das, aber grundsätzlich geht's erstmal um dich ganz alleine. Und da musst du natürlich klären. Was hat dazu geführt, dass gewisse Wünsche sich entweder nicht erfüllt haben oder jetzt nicht in Reichweite waren? Und vielleicht kannst du ja zu einem späteren Zeitpunkt diese Dinge wieder aufgreifen. Allerdings solltest du das hier erst loswerden, was dich belastet, um dann offen zu sein für die neuen Dinge. Aber dazu gehört eine gnadenlose und absolute Aufrichtigkeit. Und das ist das, was du jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht so viel machen können, einfach nutzen solltest. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Die Sonne ist heute in den Steinbock gewechselt, was dich als Erdenergie natürlich freut und beflügelt. Jedoch müssen wir mit Mars in den Zwillingen rückläufig darauf achten, die Energie nicht zu verpulvern und uns die wichtigen Dinge herauszusuchen, um die es zu kämpfen gilt oder zu arbeiten gilt. Der Mond ist erstmal bis Viertel nach 8 im Skorpion und wechselt dann in den optimistischen Schützen. Der Mars befindet sich weiterhin rückläufig in den Zwillingen und er zieht allen Sternzeichen sozusagen die Kraft. Und deswegen heißt es besonders sorgsam, mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Ja, wir haben jetzt Venus, Merkur, Sonne und Pluto im Steinbock. Eine sehr starke Erdenergie, das heißt Verlässlichkeit und akkurates Arbeiten, oberstes Gebot. Wir schauen uns an, was wir für die Jungfrau am heutigen Dienstag haben. Unsicherheit, Wettbewerb, vielleicht auch Neid, vielleicht auch Nervosität, einiges zu tun, ja, 10 der Stäbe und 7 der Kelche. Du musst aufpassen, liebe Jungfrau, mit der Illusion, dass du dir nichts vormachst, dass du dir auch nicht zu viel vornimmst, ja, dass du keine falschen Vorstellungen davon hast, wie du etwas erledigen sollst. Es ist nämlich nicht so gedacht, dass du dich verausgaben sollst, sondern es geht darum, dass du eine Sache daraus wählst. Wenn dir zu viel aufgehalst wird, musst du auch mal Nein sagen, ja. Wir haben hier die 8 der Münzen. Du kannst nur so viel arbeiten, wie möglich ist. Alles, was darüber hinausgeht,
würde deine Energien sehr, sehr nach unten ziehen, würde diese Energien verausgaben und dann hast du morgen keine Kraft mehr, etwas anderes zu tun. Also ich würde vorschlagen, dass du da sehr wählerisch bist mit dem, was du auswählst, was du tust und wie du das umsetzt, ja, dass du dir gegebenenfalls Hilfe holst, aber dass du eben sehr clever wählst, was jetzt gerade wichtig ist oder das Wichtigste momentan ist. Prioritäten zu setzen ist sehr wichtig. Wenn du unsicher bist, dann frag nach, was zuerst fertig sein muss oder nicht. Es wäre wichtig, dass du da eine Regelung findest, weil, wie gesagt, sonst dir da zu viel Kraft entzogen wird. Mit den 10 der Stäbe warst du auch schon fleißig und hast jetzt nur noch so, ich sag mal, den Rest zu tun, aber schön langsam. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Die Sonne ist in den Steinbock gewechselt, also keine Schütze-Energie mehr von der Sonne, dafür aber im Mond ab 7:45. Zuvor ist der Mond im Skorpion. Das bedeutet, akkurat arbeiten, sich selbst ein bisschen disziplinieren und nicht zu chaotisch werden, auch wenn natürlich der Jupiter im Widder dazu verleitet, dass man Alleingänge machen möchte. Ne? Lass es lieber. Versuch lieber, dich den Dingen anzupassen und dir nicht zu viel aufzuhalten, denn Mars ist weiterhin in den Zwillingen rückläufig. So, was haben wir jetzt für die Waage am heutigen Mittwoch? Enttäuschung, etwas klappt nicht. Der Eremit, die Jungfrau-Karte, ist auch Erdenergie. Es bedeutet bessere Planung, bessere Organisation und Geduld. Das sind nicht die Eigenschaften, die du am liebsten hörst und mit denen du am liebsten arbeiten möchtest. Aber das ist das, was dir jetzt zuteil wird. Du musst dich, wie ich sagte, disziplinieren, einen Weg überlegen, wie du die Dinge am besten regelst, managst. Der Ritter der Münzen ist der Erfolgsgarant, aber nur, wenn du dich an seine Regeln hältst, also geduldig bist, eins nach dem anderen erledigst und dann haben wir den König der Schwerter. Es geht auch darum, zu seinen eigenen Fehlern oder Unwägbarkeiten zu stehen, das nicht zu beschönigen, nicht schön zu reden oder zu entschuldigen. Der König der Schwerter spricht die Wahrheit. Es bedeutet auch, dass man selbst zugibt, dass man ungeduldig ist, sich selbst auch zugesteht und dann natürlich auch, wenn man Fehler gemacht hat, diese bereinigt. Also nicht anderen in die Schuhe schieben oder wie gesagt schönreden, sondern es gilt, du musst dir überlegen, wie du das klärst, wie du das regelst und zwar auf ehrliche Weise. Denn mit der Steinbock-Energie geht es auch darum, aufrichtig zu sein, authentisch, ehrlich und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist heute für die Waage, ja, ich sag mal, die Aufgabe. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 21. Dezember 2022 mit Sonne ab heute im Steinbock. Und der Mond ist in deinem Zeichen, allerdings nur bis 7:45, dann wechselt der Mond in den Schützen. Wichtig ist, du kommst mit der Steinbock-Energie gut klar, weil Verlässlichkeit, Genauigkeit, akkurates Arbeiten ist genau dein Ding. Wir haben auch die Venus und den Merkur im Steinbock. Wir haben auch Pluto im Steinbock. Macht- und Ohnmacht-Themen können herangezogen werden. Wir haben aber auch mit Mars in den Zwillingen rückläufig fehlende Energie. Das heißt, man sollte, wenn man sich irgendwo in Machtkämpfe begibt, sehr vorsichtig sein. Ja, was haben wir noch? Wir haben Jupiter im Widder. Das macht auch ein bisschen eigensinnig. Wir haben den Neptun in den Fischen. Das macht kreativ, aber auch gefühlvoll. Wir schauen mal, was wir am heutigen Mittwoch für den Skorpion haben. Der Turm. Etwas loslassen oder eben Platz schaffen für Neues. Disziplin ist angesagt. Und Kommunikation. Also es geht darum, sich auch von Dingen zu lösen. Und ich denke auch, es geht darum, Zusagen zu machen oder Absagen, je nachdem, ja, dass du sagst, das mache ich nicht. Ich bin diszipliniert, ich sage es, ich sage, worauf es ankommt. Bedeutet mit anderen Worten auch, die Ansagen, die du an jemanden machst, sei es beruflich, sei es privat, wie auch immer, die müssen Hand und Fuß haben.
denn du wirst darauf festgenagelt, früher oder später. Das heißt, du solltest kein Wischiwaschi irgendwie erzählen, du solltest deinem Gegenüber ganz klipp und klar sagen, was Sache ist, wo du hin willst, was du vorhast, was nicht mehr sein soll, ja. Vielleicht sagt dir das ja auch jemand, ihr einigt euch vielleicht darauf. Und das hat wie ein Vertrag eine Gültigkeit. Darauf sollte Verlass sein, eben durch die Energie auch des Steinbocks. Und deswegen solltest du da, ja, wie soll ich sagen, auch verbindlich sein. Ja, du sollst verbindlich sein, dein Gegenüber sollte verbindlich sein. Dann werdet ihr einen großen Sprung machen, gemeinsam, beruflich wie privat. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 21. Dezember 2022. Das ist der Wechsel der Sonne vom Schützen in den Steinbock. Also ab heute Sonne im Steinbock. Das ist eine sehr pragmatische, erdgebundene Energie, die nicht mehr locker flockig vor sich her treibt oder so, sondern die eben verlässliche Zusagen macht und eben auch so arbeitet. Ich denke, du hast bisher auch dich auf Erdenergie konzentriert und ich denke, dass dir das auch gar nicht so schwer fällt jetzt. Wir haben den Mond erstmal im Skorpion, dann im Schützen, ab Viertel nach acht. Da ist so ein bisschen deine Energie drin. Aber Venus und Merkur sind schon im Steinbock und der Pluto ist im Steinbock und natürlich ab heute dann auch die Sonne. Zudem ist Mars rückläufig in den Zwillingen und sorgt dafür, dass uns allen so ein bisschen die Puste ausgeht. Also heißt es langsam, aber verlässlich arbeiten. Was haben wir für den Schützen? Die Liebenden, das, was du liebst oder bevorzugst. Da ist Unzufriedenheit und da ist die Königin der Schwerter. Es kann bedeuten, dass du möglicherweise von einer Sache dich distanzierst oder zurückziehen musst. Aufrichtigkeit ist aber wichtig. Ja, du bist ein bisschen unleidlich, sage ich mal. Die Zehn der Stäbe, du hast es fast geschafft, hinter dich zu bringen, das Unleidliche, glaube ich. Bleibe dran, lass dich nicht beirren. Arbeite in der Energie wie bisher weiter. Versuche eben aufrichtig zu sein und zu schauen, wie du eben adäquat die Lösung oder das Ende einer Sache hinbekommst. Also ich meine, wie du das zu Ende arbeitest, ja. Es geht darum, dass es vielleicht ein bisschen unliebsamer auch zugehen wird, ja, die Leute nicht mehr so entgegenkommend sind. Aber wichtig ist, dass du dich um deine Projekte, um deine Dinge kümmerst, dass die laufen, auch wenn es im Umfeld vielleicht nicht so harmonisch unbedingt ist. Ja, vielleicht ärgert dich heute auch irgendjemand. Kann durchaus sein, aber bleibe bei dem, was du bisher auch vorangebracht hast, wenn auch langsam. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Du kannst dich glücklich schätzen, ab heute ist die Sonne im eigenen Zeichen. Das gibt mehr Kraft, auch wenn uns durch Mars in den Zwillingen rückläufig einiges an Kraft entzogen wird. Aber es lässt dich erstrahlen, es gibt dir Energie und ich denke, du kommst ganz gut voran. Du bist ein Erdzeichen und kannst mit dieser Langsamkeit gut umgehen. Wir haben den Mond im Skorpion bis Viertel nach acht, der Wechsel dann um Viertel nach acht in den Schützen. Macht ein bisschen optimistischer. Wir haben ja schon Venus und Merkur in deinem Zeichen und natürlich auch Pluto. Das heißt, Macht- und Ohnmacht-Themen können aufkommen. Wichtig ist, dass du am heutigen Tag eben auch mit der Jupiter-Energie gut umgehen kannst. Die ist ja im Widder seit gestern. Also nicht zu eigensinnig vorgehen, sondern verlässliche und gute Absprachen treffen. Was haben wir heute für den Steinbock? Die Welt, etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen, sich unabhängig machen mit den neuen der Münzen, diszipliniert daran arbeiten. Ich weiß, das kannst du und das bist du auch als Steinbock diszipliniert, fleißig. Allerdings gehört zu den neuen der Münzen auch die Selbstfürsorge. Und da uns ja sowieso momentan die Kraft fehlt, sollte man eben sehr zaghaft damit umgehen und sich nicht überfordern, weil man die Kraft nämlich noch braucht. Hinter sich lassen, vielleicht alte Projekte, Dinge zu Ende führen, kurz vor einem Durchbruch stehen, ja, diszipliniert arbeiten, aber auch genauso diszipliniert sich um das eigene Wohlbefinden kümmern. Das ist deine Aufgabe. Hier haben wir auch die Fürsorge, die Königin der Kelche.
Disziplin ist schön, Disziplin macht Erfolg, aber ich sag mal, Selbstfürsorge macht glücklich. Es geht ja nicht nur darum, etwas zu erreichen, sondern diesen Erfolg dann auch feiern zu können, sich darin sonnen zu können, sich darin auch einigeln zu können und einfach zu feiern. Und deswegen ist es wichtig, dass du eben nicht nur die eine Seite der Medaille bedienst, sondern auch die andere, nämlich das Vergnügen. Und das ist auch wichtig im zwischenmenschlichen Bereich, ja. Da haben wir ja auch mit Jupiter in den Fischen oft drüber gesprochen und auch jetzt mit Neptun in den Fischen. Ein bisschen Sensitivität kann nicht schaden und Selbstfürsorge auch nicht. Du sollst dich nicht kaputt machen vor lauter Fleiß, sondern du sollst diese Energie ja auch noch eine ganze Weile nutzen können. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Mittwoch, 21. Dezember 2022. Ab heute ist die Sonne im Steinbock. Hat eine ganz andere Qualität als bisher die Sonne im Schützen. Es geht nicht locker flockig voran. Es geht darum, verlässliche und verbindliche Absprachen zu treffen und sich daran zu halten. Kann dir ab und an mal ein bisschen schwerfallen. Wir haben zudem den Mond im Skorpion. Bis Viertel nach acht Uhr wechselt der Mond in den Schützen. Da ist man ein bisschen lockerer, optimistischer. Wir haben auch Jupiter im Widder. Das kann ein bisschen eigensinnig machen, sowohl auf deiner als auch auf der Seite deines Gegenübers. Wir haben Steinbock, Sonne, Merkur, Venus und Pluto. Also man sollte sich schon überlegen, ob man sich mit Macht anlegen sollte, gerade da Mars in den Zwillingen rückläufig ist. Wir schauen mal. Wir haben ja noch den Saturn in deinem Zeichen und ich denke, dass du deine Projekte gut voranbringen kannst. Aber schauen wir mal, was wir haben. 10 der Kelche, ganz viel Liebe, da ist ganz viel Gefühl drin, Familie. Detailfragen, 7 der Münzen und die 4 der Schwerter. Das kann bedeuten, dass du dir über ein paar wirklich wichtige Dinge in deinem Leben Gedanken machst. Ein Gefühlsleben oder was sich gut anfühlt, was du erreichen möchtest, wobei du dich wohlfühlst. Wir haben ja hier eine ganze Familie. Das muss jetzt nicht auf eine Person bezogen sein, das kann auch auf einen Kreis von Familie sein. Du überlegst, wie du weiter vorangehen willst, vielleicht planst du auch. Und die Kommunikation, das ist der Austausch, die Gespräche, die man führt. Wichtig dabei ist, die Gespräche, die man jetzt führt, sind verbindlich. Das heißt, etwas versprechen heißt, es auch auszuführen. Man darf sich nicht davon zurückziehen und man darf auch nicht das Versprechen zurückziehen. Umgekehrt natürlich genauso. Also wenn du jemandem etwas mitteilst, ich habe mich so und so entschlossen, dann musst du das auch so durchziehen. Andernfalls wirst du darauf festgenagelt oder man nimmt dich nicht mehr ernst. Und das gilt für alle Bereiche. Also überlege dir, wem du was versprichst oder was du dir vornimmst, denn das muss umgesetzt werden. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 21. Dezember 2022 mit Sonne im Steinbock ab heute. Das ist eine gute Energie für die Fische, denn sie holt die Fische auf die Erde zurück. Der Jupiter im Widder macht ein bisschen eigensinnig, kann dir auch begegnen, muss nicht bei dir sein. Aber die Sonne im Steinbock hilft dir, mit der Erde verbunden zu bleiben. Das ist ganz gut. Pluto hatte ich ja auch unterstützt, karrieretechnisch, und jetzt tut das auch die Sonne. Merkur und Venus sind ja auch im Steinbock, das heißt Verlässlichkeit, Genauigkeit, akribisches Arbeiten, Fleiß natürlich auch, aber eben auch verlässliche Absprachen sind Gold wert. Ja, dann haben wir natürlich auch den Mars rückläufig in den Zwillingen. Und damit fehlt vielen, oder ich will sagen allen eigentlich, die Kraft, viel Großartiges durchzuziehen. Deswegen sollte man schön langsam machen. Das heißt, du bist genau richtig, wie gesagt, mit dieser Erdenergie unterwegs. Was haben wir für die Fische? Fokussiert bleiben auf die Sache. König der Kelche, skorpionische Energie, Wasserenergie, sich um andere kümmern, aber seine Projekte nicht vernachlässigen. Ganz wichtig. 9 der Stäbe, dir fehlt viel Kraft und vielleicht brauchst du ab und an mal deine Wohlfühloase, deine Zeit für dich, um deine Gedanken fliegen zu lassen. Du solltest aber genau sehen,
wo du deine Kräfte verausgabst. Die Vier der Münzen heißt ja sparsam sein. Also nicht wie Hans Dampf in allen Gassen überall mitmischen, sondern sich ganz genau aussuchen, wofür man seine Kräfte überhaupt mobilisiert, wo es sich für dich lohnt. Und dabei hilft dir natürlich Sonne im Steinbock sehr, das zu erkennen. Im Zweifelsfall vielleicht auch ein Mensch an deiner Seite, der dir sagt, pass mal auf, da verausgabst du dich. Das ist wichtig, dass du daran nicht festhältst, ja. Die Vier der Münzen ist Sparsamkeit mit Energie. Und die Vier der Münzen bedeutet auch, dass man eben auch nicht zu viel Geld ausgeben sollte, ja. Dass man sich auch finanziell nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringt. Der Fokus liegt vor allen Dingen darauf, dass du natürlich zwischenmenschlich, fürsorglich und liebevoll sein darfst, aber eben dich selbst nicht vergisst und deine Projekte nicht. Ja, dass du dranbleibst. Und das ist gut für dich, mein lieber Fisch. Viel Erfolg dabei und bis morgen. So, meine Lieben, 21. Dezember, es sind nur noch wenige Tage bis zum Heiligen Abend. Was wollen uns die Karten heute mitgeben? Lebendigkeit, ja. Lebendigkeit, ja, wir haben jetzt die Sonne im Steinbock, da haben wir Verpflichtungen, da haben wir akkurates Arbeiten, da haben wir Verlässlichkeit und dass man eben an die Dinge festhält oder sich daran hält, was man versprochen hat. Aber Lebendigkeit ist das Leben an sich, ja. Es bedeutet, sich zu entwickeln, sich weiter zu entfalten und eben auch Dinge zu entdecken, die man lange wegen der Pflichten vielleicht vernachlässigt hat, Hobbys oder irgendwelche Vorlieben. Und es geht auch darum, ja, das Zwischenmenschliche eben auch lebendig zu halten. Nicht nur immer das Einerlei, das Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Das ist nicht schön und ab und an braucht man mal ein bisschen Abwechslung. Ja, wie lebendig fühlst du dich denn eigentlich? Hast du das Gefühl, am Leben aktiv teilzunehmen oder ziehst du nur dein Programm durch? Also so Dienst nach Vorschrift. Ich meine, das müssen wir ja halt momentan, dadurch, dass Mars in den Zwillingen rückläufig ist und uns eine Menge Kraft entzieht. Aber was könnte dich beleben? Was könnte dich, ich sage jetzt mal, vom Sofa runterholen, wo du sagst, egal wie müde ich bin, das möchte ich gerne machen. Ja? Überleg dir mal was. Vielleicht fällt dir auch etwas ein. Lebendigkeit ist Freude, ist, denke ich, auch mit allen Sinnen genießen, die Dinge angehen, ja, und auch vielleicht die Erwartungshaltung, etwas Schönes zu erleben, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, in ein Konzert geht oder vielleicht auch einen Film sich anschaut oder so, die Erwartungshaltung, das ist Lebendigkeit, man ist voll dabei, ja, und man möchte das auch genießen. Man möchte am liebsten, dass dieser Moment nicht vorübergeht, ja. Und Lebendigkeit kann aber auch im Alltäglichen wachgehalten werden, indem man schöne Rituale einbaut. Vielleicht Kleinigkeiten, du bist ja nicht immer ein netter Zettel am Morgen oder so, wenn man den anderen nicht sieht oder nette Gesten gegenüber Kollegen zum Beispiel. Ja, ein nettes Lächeln vom Nachbarn oder im Geschäft oder so, solche Sachen. Du kannst selbst dafür sorgen, dass die Lebendigkeit auch andere mitreißt, durchaus, ja. Und ja, das ist eben auch das Gefühl, sich selbst zu spüren, sich körperlich zu spüren, aber auch geistig, ja. Dass man das Gefühl hat, ach ja, ich bin guter Dinge, ich möchte jetzt was Schönes bewegen, etwas Tolles machen. Wir haben ja auch Tiere abgebildet, ja. Tiere gehören auch dazu. Die fühlen sich immer lebendig, ja. Und da kann man manchmal sich einen schönen Teil von Tieren abschauen. Und vielleicht auch zu viel Ernsthaftigkeit tut nicht gut oder Zorn oder Enttäuschung und solche Dinge. Humor ist eine wichtige Waffe dagegen, die Dinge mit Humor zu nehmen oder ja, vielleicht auch einen dummen Witz zu machen, weil man sich ärgert, ja. Also das ist eben auch so die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, ja. Und das möchte man eigentlich immer um sich haben, ja. Und wenn du dich lange nicht lebendig gefühlt hast, ist dies eine Aufforderung, was daran zu ändern. Nämlich irgendetwas zu tun, was du lange nicht gemacht hast und was dir sehr viel Freude bereitet hat. Ja, oder vielleicht auch deinem Gegenüber das irgendwie nahe zu bringen, demjenigen eine Freude zu machen. Ja, Blumen mitbringen kann jeder, aber vielleicht etwas Besonderes zu besorgen. Oder wie gesagt, eine besondere Veranstaltung oder irgendwas zu besuchen. Ja.
Vielleicht gibt es auch Dinge aus deiner Kindheit, die du verdrängt hast, vergessen hast oder so, die du vielleicht irgendwie wieder in dein Gedächtnis rufen kannst, dann ist das der Anlass dazu. Und ja, es geht um die eigenständige Einstellung, dich selbst mal zu betrachten, dich selbst mal ein bisschen aufzulockern, ja, gedanklich, gefühlsmäßig, aktiver zu werden, ja, aber mit etwas, wo du sagst, ja, dafür würde ich mich wirklich vom Sofa runterbringen, ja. Ich weiß, es ist kalt draußen meistens jetzt und es ist kein schönes Wetter, aber vielleicht gibt es auch Kleinigkeiten, die einem Spaß machen. Also ich habe als Kind sehr viel Sport gemacht und zum Beispiel Gummitwist und Hula Hoop und all solche Sachen, Rollerblades und was nicht alles, ja. Gut, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich sage jetzt mal so einen Hula Hoop Reifen, den hat man schnell besorgt und man kann da vielleicht auch einen Spaß mit der Familie draus machen, sage ich jetzt mal als dumme Idee jetzt, ganz spontan, ja. Oder man macht eine Schnitzeljagd in der Wohnung. Ich habe früher öfter mal, wenn Anlässe waren, Geburtstag oder so, auch mit Erwachsenen, dann habe ich das Geschenk versteckt und habe daraus eine Schnitzeljagd gemacht. Sowas kann Lebendigkeit wieder einfügen. Ja, solche Sachen, so Kleinigkeiten, so witzige Sachen. Ja, jemanden so ein bisschen, ja, ein bisschen veräppeln, aber es gibt dann auch eine Belohnung dafür oder so, ne? Also ich finde das schön, wenn man den Alltag mal ein bisschen aufmischt, gerade dann, wenn der Alltag nicht so toll ist, ja, und die Zukunftsaussichten ebenfalls nicht so toll sind, weil man sich denkt, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Dann müssen wir uns lebendig erhalten. Wir müssen jeden Moment, der uns segensreich erscheint, auch nutzen. Also nutzt jeden Moment und seid liebevoll zueinander, seid lebendig, fühlt euch lebendig. Vielleicht ist Lebendigkeit auch einfach der Glaube daran, dass man Dinge verändern kann durch nette Gesten. Jemanden, dem du lange nicht geschrieben hast, ein paar Zeilen schreiben. Oder vielleicht jemanden, dem es nicht so gut geht, eine schöne Weihnachtskarte. Vielleicht auch anonym schicken, einfach um jemanden aufzumuntern. Es gibt so viele schöne Ideen, die einem ein gutes Gefühl vermitteln und wo man vielleicht auch selbst davon profitieren kann, indem man sich sagt, ich mache etwas Selbstloses zum Beispiel und fühle mich dadurch lebendig, weil ich vielleicht etwas bewegt habe im Kleinen. Aber ihr kennt dieses Prinzip, der Schmetterling kann einen Sturm ausführen oder bewegen, ja. Also das ist schon sehr, sehr viel wert. Im Kleinen beginnt es. Jede große Reise beginnt mit einem Schritt und Lebendigkeit steckt in uns allen. Und solange wir atmen und leben, ist da auch Lebendigkeit. Und die zu wecken, egal in welchem Alter, ist vielleicht auch ein Geschenk. Und wenn du das kannst und wenn du das möchtest, dann ist dies der Aufruf dazu, selbst lebendig zu werden. Oder deine Lebendigkeit auch irgendwie ein Stück davon weiterzugeben. Das kann eine Kettenreaktion auslösen, eine positive Kettenreaktion wohlgemerkt, ja, dass man andere damit mobilisiert und vielleicht auch ja etwas Positives, Schönes weitergibt. Und das möchte ich hiermit tun. Ich fühle mich auch ganz lebendig gerade, weil ich das schön finde. Diese Karte ist für mich Optimismus, ist für mich Liebenswürdigkeit, ist für mich Entgegenkommen, Nächstenliebe und die Handreichung. Und das ist für mich auch Lebendigkeit. Viel Spaß dabei und wenn ihr mögt, berichtet gerne, was ihr gemacht habt. Ich würde mich freuen, das dann in den Kommentaren zu lesen. Viel Erfolg!